Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Crusader Kings 3 und wir haben in der letzten Folge den Krieg erklärt. Und zwar wollen wir diese ganzen Ländereien erobern. Und da er wesentlich stärker ist als wir, wenn seine Verbündeten dazu kommen, möchte ich auch Verbündete mitnehmen. Und ich würde fast sagen, ihn nehmen wir auf jeden Fall mit rein, in den Krieg rufen. Russische Eroberung, das muss so richtig sein. Ich hoffe, ja, das ist der Krieg, den wir führen. Und ihn würde ich einfach auch mal reinrufen. So. Nein, so. Er wird auf jeden Fall annehmen. Haben wir eigentlich noch einen Verbündeten, der stark ist? Nur mal so aus Spaß. Er bringt eigentlich gar nichts, weil er hat uns bisher nur Niederlagen gebracht. Zu weit entfernt. Ach, er kann uns rufen, aber wir ihn nicht. Verstehe. Na gut. So, wir verlagern mal unsere Militärstützpunkt hierhin. Und werden die mal rausholen. So. Söldner können wir uns nicht leisten, ne? Nee, das ist alle zu teuer. Naja, kostet zu viel. Wir haben leider immer mit Geld Probleme. So, gut, wir probieren es. So, ausgezeichnet. Er steigt mit ein. Er steigt auch mit ein, was ich sehr gut finde. Ich möchte ihn eigentlich gleich mal vernichtend schlagen hier. Weil er wird sich auch Leute reinholen, ja. Und damit ist er auch ziemlich stark. Kriege ich noch? Ich kriege noch. Ich hoffe, dass wir ihn gleich vernichtend schlagen. Ach, was ist nun? Die Plünderung von Kalmo. Wer plündert denn hier schon wieder? Wo wird... Da unten wird geplündert. Vom Polen. Ach. Geld kann ich nicht einsetzen. Machen wir Prestige. So, der Krieg ist Geschichte. Was ist denn jetzt passiert? Das hat man gerade so außen. Wir haben ihn eigentlich sehr gut geschlagen. Sehr, sehr gut. Ausblenden. So, die sind alle eingetreten, ganz klar. Und er auch. Sollte ich ihnen vielleicht gleich mal hinterhergehen? Jetzt müsste ich ihn kriegen, ne? Kriegen. Ah, nein. Ach, ist das doof. Na gut. Dann versuchen wir mal, ihn zu erobern. So, wir können hier noch einen Punkt vergeben, habe ich gesehen. Haben wir auch bald voll. Und leider werden wir auch bald sterben. Ich bin mir ganz sicher, wir sind schon ziemlich alt, ne? 57. Und wir haben eine Menge unserer Kinder überlebt. Ist das hier der, der gegen uns Krieg führt? Ja. Wo geht er hin? Geht er dahin? Weil dann hoffe ich, dass wir auf jeden Fall, dass er rüberkommt. So, er kommt auch mit seiner kleinen Armee. Die macht uns keine Angst mehr. Er geht da hinten hin, ja. Ich hoffe, er kommt jetzt zu uns. Nicht, dass er seine Armee verliert. Zum Beispiel, denn trotz... Er bleibt da stehen, so ein Idiot. Ach, ist das ein Idiot. Kann doch nie wahr sein. Warum ist der denn nicht rübergekommen? Na gut, ich werde jetzt hier erstmal die Stadt erobern, in der Hoffnung, dass ich seine Familie dann mitnehme. Er dezimiert die, aber er verliert. Schade. Er hätte doch nur rüberkommen brauchen, ja. Ganz ehrlich. So, das fehlende Dorf. Na gut. Lass es fehlen. Er kommt zu uns, er geht rüber. Soll nicht so wichtig sein. Da sind wir auf jeden Fall schneller bei ihm, als er das erobert. So, wir haben seinen Sohn, das ist schon mal sehr schön. Jetzt werden wir die Armee schlagen.
Und dann sollte... Sollten wir das gewonnen haben, glaube ich. Wenn wir das gewinnen. Er kommt auch noch rein. 1400 Mann kommen noch zu. Sehr schön. Was für ein Sieg. Und damit haben wir es geschafft. Na, das war doch wunderbar. Wunderbar. Damit sind wir doch richtig, richtig groß geworden. So, die können wir erstmal auflösen. Die brauchen wir nicht mehr. Ich sehe nur langsam das Problem, dass sich unser Reich nachher ganz schön auflösen wird. 11 Titel gehen uns verloren. So, ihn würde ich dann schon mal einen Titel abgeben. Da oben will er haben. Okay, soll er kriegen. Titel vergeben. Zack. Wir müssen ja sehen, dass wir wieder die Moenenschwelle irgendwie reinkriegen. Warte mal, wir machen mal kurz auf Pause, damit wir das hier mal ganz in Ruhe machen können. So, er kriegt das. Dann würden wir ihm das auch gleich mal geben. Titel vergeben. Jetzt weiß ich nicht mehr was. Na toll. Ach Gott, dieses Alzheimer, ja. Ganz schlimme Sache. Schlaudrach. So. Schlau lachen oder so was. So, vergeben wir. Gut, dann haben wir das auch schon mal. So, wer kriegt denn noch was? Er kriegt das dann. Hat er schon ein Stück Land? Nein. So, er kriegt da Parmesanien, wa? Titel vergeben, Parmesanien. Ist das richtig? Ja. So. Wir müssen ja auch sehen, dass wir wieder Geld machen. Wir können nicht jetzt die ganzen Titel behalten bis zum Ende, weil wir einfach nur gut sind, sondern wir müssen tatsächlich sehen, dass wir auch ein paar Sachen wegkriegen. Mehr kriege ich jetzt nicht weg. Weil ich habe Angst, wenn ich die Titel noch vergebe, dass wir am Ende den wieder Land geben müssen. Aber wir können es ja mal mit ihm ausprobieren. Er würde das noch kriegen. Komm, wir geben ihm mal das. Ist er denn aus der Erbfolge raus? War das jetzt Schlauch? Nee. Ach Gottchen. Also Alzheimer ist was Schlimmes. Was war das jetzt? Doch, Schlauchen. So, kriegst du doch. Titel vergeben. Schlaulen. So. Wäre er jetzt komplett raus aus der Erbfolge? Er ist dann komplett raus. So, was bist du für ein Land? Du bist Ditte. Ich gebe dir den Titel. Ups. Mann, ist das schwierig manchmal. Da, gut. Titel vergeben, zack. So, dann sind wir noch zwei und ich denke mal, das ist dann okay. So. So. Na, ja, unser Land wächst, möchte ich sagen. Ist gar nicht schlecht, was wir hier machen. Alle Armeen auflösen. Ich wusste gar nicht, dass wir noch welche haben. Achso, ausheben hat er gerade gemacht. Ach. Armee auflösen. Ach Gottchen. Man muss auch richtig lesen. So. Irgendwo steht noch eine Armee, war da. So. Mehr dürften nicht draußen sein, war? Nee. Gut, was ist ihm denn hier? Ach, guck mal. Ach, wir müssten ihn eigentlich gleich wegnehmen. Komm. Wir sind gerade so dabei, ja. Ich nehme sein ganzes Herzogtum. Zack. Armee ausheben. So, ihr ungebrochener Mut werden wir mal loben, wa? Denke ja. Mal sehen. Wir wollen hier keine großen Gegner aufbauen lassen. Wir werden hier gleich immer gegenarbeiten. So, sie ist begeistert, das finde ich gut. Aber
Wir müssen ihn jetzt wegkriegen. Na, sind wir rechtzeitig da? Sieht ganz gut aus. Er ist flügge geworden. Wir brauchen einen Ehepartner. Und da ist sie doch genau die Richtige, wa? Wir sind zwar verbündet mit ihm. Aber ich glaube, sie ist eine gute Partie. So, und den kriegen wir. Ja. So, ausgezeichnet, sind verheiratet. Fantastisch. Oh, der Krieg läuft superst. Also besser hätte er nicht laufen können. Was, Sieg? Ach so, das ist der andere noch, ne? Ja. Und hier haben wir gerade ihn besiegt. Lief auch ganz gut. Was? Ach Mensch, Entschuldigung. Habe ich dich aus Versehen nochmal angegriffen? Ach, das sind ja jetzt wieder viel zu schnell. Oh. Habe ich jetzt zwei Einheiten da? Backt das Spiel heute rum? Auflösen. Der Kommandant ist besoffen oder so. Der sieht seine Armee doppelt. So, das Ding haben wir gewonnen. Na super. Also, wir werden immer größer. Das gefällt mir sehr gut, sehr gut. Gefällt mir das. Könnten wir eigentlich jetzt schon König werden? Nur mal so, aus Spaß. Mal kurz Pause machen. Wie waren das hier, Königreich von Litauen? Kriegen wir noch nicht, wa? Ein de jure fehlt. Nee, könnte ich schaffen. Ich brauch fünf. Nee, ich brauch Geld. Ich bräuchte Geld, dann könnte ich es schaffen. Aber das Problem ist, wir sind steinalt. Aber wenn wir Königreich machen, dann verlieren wir nicht viel. Wie machen wir denn jetzt Geld? Wir haben nichts, wo wir... Komplott, das ist ja das, was wir gerade machen. Druckmittel hätten wir gegen ihn. Zu weit weg für Interaktion. Ich kann gar nichts mit ihm machen, oder was? Ach, doof. Ich bräuchte mal ganz schnell Geld. Und das werden wir nicht zusammenkriegen in der Zeit, wa? Ach, naja, komm, wir probieren es. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir werden Land verlieren. Wir werden viel Land verlieren. Das könnten wir verlieren. Das könnten wir verlieren. Mehr eigentlich nicht. Okay. Na, mal sehen. Ich bin gespannt. Natürlich wäre es jetzt richtig cool, wenn wir noch genug Geld machen. Was haben wir denn hier? Er kann heiraten, sie kann heiraten. Wer bist du eigentlich? Meine Tochter. Ach, schön. Töchterchen. So. Das ist natürlich alles Schwachsinn, was wir hier haben. Naja, komm, heirate den. Bündnis aushandeln können wir machen. Ja. Ausgezeichnet, er heiratet. Lösegeld wäre möglich. 25, sehr schön. 33. Warten wir noch einen Moment. Vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr. Mal sehen. So, die 25 haben wir. Wer bist denn du? Ah, es verbündet mit ihnen da oben, ne? Wie viele Leute kriegen die zusammen? Fast 2000. Also im Grunde könnte ich ihn erobern. Ah, dann verliere ich wieder Geld, ne? Hat der ein Glück, dass ich gerade Geld brauche? Hat der ein Glück? Ihn kriegen wir immer noch nicht los für Geld. Dann machen wir es so. Ihn kriegen wir auch nicht los. Aber vielleicht ist er ein guter Kämpfer. Ist er auch nicht. Komm, hau ab.
Und hast du ein bisschen Geld zusammen? 35. Gut, wir warten noch. Sie ist erwachsen und hat keinen Ehepartner, was ich echt bedauere. Materiell könntest du ihn heiraten. Dann tu das doch einfach mal. Lösegeld wurde akzeptiert. Akzeptiert, okay. Ausgezeichnet. Wir heiraten ganz schön in seine Familie ein, ne? Also, sein Land gehört uns ja fast. Können wir vielleicht? Hat er einen Sohn oder so? Wer ist denn sein Erbe? Ja. Er wäre mit ihr verheiratet. Okay. Ich glaube, das Land geht eher an ihn als an uns. Na gut. Schade. So, hast du ein bisschen gespart? 36. Ja, das reicht mir nicht. Halt, halt, halt. Da will doch uns gerade jemand ausrauben. Hier oben. Ja, da müssen wir aber vorgehen, ne? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Da, von da kommst du, okay. So, alle Einheiten auf. Und hinter. Können wir nämlich ja nicht hoch hin. So. Ich hoffe, wir kriegen rechtzeitig. Ja, wir kriegen ihn. Weil das Geld will ich behalten. So, Schatzkammer. Wie viel braucht man? 250, ne? So, stopp, halt, voll aus. So, wir könnten ihn jetzt rauslassen. Für 36 und dann haben wir das Geld nämlich zusammen. So, er hat Steuern mehr eingenommen als erwartet. Geplünderte Beute haben wir bekommen. Sehr schön. Das ist fantastisch. Und dann können wir doch noch König werden. Zwar nicht mehr von Preußen, aber Lösegeld ist ein. So. Ach, das schön. Wir schaffen unser Königreich. Jetzt heißen wir natürlich Litauen, ne? Feierabend mit Preußen. Aber wir sind König. Damit kann uns keiner unserer Söhne abhauen. Sie können zwar ihre... Ach, guck mal, jetzt behalte ich die Sachen sogar. Warum bei... Ne, 6 Titel. Er wird überhaupt vom Prusen. Okay. Aber wir behalten die Masuren. Das ist ja schon mal richtig geil. Es hat sich echt gelohnt. So, wir können hier die Stammesautorität ändern. Direkte Vasallenmeinung minus 30. Das ist natürlich schwierig. Unabhängigkeit. Stammherren können sich niederlassen und werden somit Feudal- oder Clanherrscher. Von vorherigen Stufe Titel können aberkannt werden. Vasallen können entzogen werden. Charakter können eingekerkert werden. Stammesherrscher mit nicht tributialischen Ligens können sich niederlassen und werden mit Feudal- oder Clansherrscher. Ja, komm, machen wir. Dann haben wir unsere Stammesautorität nämlich voll ausgebaut. Auch wenn wir bei unseren Vasallen immer schlechter angesehen werden. Aber das Schöne ist, ist ein Sohn von uns gestorben oder sowas? Warum bleibt denn... Er ist gestorben, aber er hatte ja einen Sohn, ne? Ja. Pollack. Ach, er ist mittlerweile 18, okay. Da ist er. Was hat er mir gerade angezeigt? Okay. Ich weiß es nicht. Wird schon richtig sein. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft, in unserem Leben noch König zu werden. Wo können wir noch einen Punkt vergeben? Lebenswandel. Okay, nee, doch nicht. Habe ich mich verguckt. So, den Sieg haben wir. Können wir uns nochmal angucken. Lief sehr gut.
Das war ja die Raubritter hier. So, Armee kann dann auch wieder weggepackt werden, glaube ich. Obwohl, wir könnten mal nachmarschieren, nicht, dass er hier noch auf dumme Ideen kommt. Aber ich denke mal, er zieht ab, ne? So, hier wird nichts überfallen. Wir sind König. Okay, er zieht komplett ab. Können wir auflösen. Und auflösen. Hätte ich fast nicht gedacht, dass wir das noch schaffen. Kind meiner Dynastie. Meine Tochter Cidas hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Lux-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet sein. Ja, so ungefähr, ne? Amburus. Ach, guck mal, er kriegt hier gleich noch was auf den Deckel. Finde ich gut. Finde ich sehr schön. Ach, das sieht doch wieder herrlich aus, ne? Obwohl ich Preußen spielen wollte, bin ich jetzt König von Litauen, wa? Ja, Litauen. Naja, so kann sich das alles ändern hier. Aufgabe beendet. Was war denn seine Aufgabe? Ja, sieht auch schon wesentlich besser aus. Wir müssen aber jetzt doch mal sehen, dass wir hier so die Schwächeren ein bisschen aufgerüstet kriegen, damit wir da Geld verdienen. Wir kriegen auch zurzeit echt gutes Geld, ne? Und unser Militär ist natürlich auch tierisch angestiegen, da wir keine Domänenschwelle mehr überschreiten, ist das alles fantastisch. Wir könnten ihn jetzt aber auch, sage ich mal, angreifen. Verdacht auf Hexerei, schon wieder. Ja, die ist aber auch sehr schwach. Ein Ratskanzler wäre so gut, aber ich glaube, diesmal. Werden wir so verbrennen. Einfach nur, um die Bauern zufriedenzustellen. Tut mir zwar leid, aber sie kann zu wenig. Weiße Frau. Oder weise Frau. Hübsch ist er auch noch. Auch ein Verbrechen. Aber 22. Aber Schurke. Nee, komm, die werden wir verbrennen. Schurken wollen wir nicht. Verbrennen. So, können wir sein ganzes Herzogtum nehmen? Könnten wir machen. Ich würde sagen, dann werden wir das auch tun. So, mach mal Stopp hier. Wir brauchen einen neuen Punkt, weil wir sind ja schon wieder weit weg von unseren anderen militärischen Aushebepunkten. Wenn wir uns mal hier hinstellen, alle ausheben. So. Warum sortiert ihr denn jetzt immer einzeln? Weiß wahrscheinlich nur er. So, aber die sollten ja reichen, um ihn hier, sage ich mal, zur Rede zu stellen, ne? Oh ja. Und reicht das locker. Ganz, ganz locker. Nur damit haben wir schon mal ganz schön was gewonnen. Wir verfolgen ihn mal. Die anderen kümmern sich um sein Ländchen. Wunderbar. Er flüchtet schneller, als wir hinterherkommen. Das finde ich jetzt gar nicht so gut. Kind meiner Dynastie. Gott sei Dank kriege ich keine Kinder mehr. Zieh das. Betten. Betten ist gut. Betten. So wollte ich mein Kind schon immer nennen. War meine Frau nur immer dagegen. So, aber ich sehe gerade, die Folge ist zu Ende. Wir werden mal sehen in der nächsten Folge, wie unsere Eroberung hier läuft, weil dann haben wir schon richtig Stücket Land dazu gewonnen. Also dann ist, glaube ich, seine Dynastie von Sergorius, glaube ich, die beste, die wir bisher hatten. Der hat einen riesen Landgewinn gemacht, ne? Wir hatten hier nur so ein Stück Land, Preußen, ne? Preußen und Memel. Wie hieß das Dorf hier? Ja, Masuren. Wir hatten nur das Stück Land hier, ne? Also wir haben uns richtig ausgebreitet auf der Landkarte. Wir haben es geschafft, dass unser Sohn weiter im Amt bleibt. Wir haben mit ihm eine ganze Menge erreicht. Er ist schon 60, also toller König. Toller, toller König.
Mit vielen Kindern. 14 Kinder. Drei davon schon tot. Na gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und bis dahin. Tschüss. Und bye bye.